Borussia Dortmund ist mein Leben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Wolfgang Paul ist der erste Deutsche, der einen Europapokal in den Händen hält. Er ist der Kapitän der ersten deutschen Mannschaft, die in Europa triumphiert. 1966 gelingt dem BVB in Glasgow der große Coup gegen den FC Liverpool. Nikola, die Chance, der Ball, der Ball ist entsetzt. 11 glückliche Männer vom Borsigplatz, 11 glückliche Jungen aus dem Land der roten Erde kehren mit dem Europapokal der Pokalsieger zurück aus dem Hampden Park. Die Welle der Euphorie, die alle Schwarz-Gelben nach ihrer Heimkehr umspült, brennt sich tief ins Gedächtnis ein. Da war schon eine Autobahn, Wuppertal, überall war schon Borussia mit Bekleidung. Und nach Dortmund rein war es schon fast gar nicht mehr möglich, weil von Hohensieburg runter die Autobahn bis nach Dortmund Mitte. Es war unglaublich. Da haben wir jetzt richtig gemerkt, was wir erreicht haben. Sicherlich der Höhepunkt seiner Biografie. Aber nur eine von vielen Erinnerungen, an die Wolfgang Paul beim Rückblick auf seine großartige Karriere gerne zurückdenkt. Im Keller seines schmucken Hauses in seiner Heimatstadt Olsberg hat er sich sein eigenes kleines Museum eingerichtet. Borussia Dortmund ist mein Leben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich bin als kleiner Junge hier aus dem Sauerland nach Dortmund gekommen und man kann das gar nicht mehr vergleichen mit heute. Wir haben zwar unter Profibedingungen trainiert, ich so an die Zeit von Max Merkel denke, der uns da die Treppe rauf und runter gejagt hat im Stadion. 1961 holt Max Merkel den talentierten Halbstürmer vom VfL Schwerte zum BVB. Eine Zeit, in der das Wort Vollprofi noch nicht existiert. Ich wollte ursprünglich hier beim Nachbarn Bäcker werden. Das ist aber dann nicht entstanden, weil mein Vater sagte, du wirst Uhrmacher. Das hat mir so gut gefallen, dass ich hier in Brilon meine Lehre gemacht habe und nach Hagen zur Berufsschule musste, Hagen-Haspe. Dann fuhr ich hier mit morgens um 6 Uhr ab, kam abends um 6 Uhr wieder. Und das war dann so die Ausbildung, da wurde nicht groß gefragt. Kurz nach seinem Wechsel nach Dortmund wird Hermann Eppenhoff neuer Cheftrainer in Dortmund. Und der macht aus dem Halbstürmer den Innenverteidiger, den Stopper Wolfgang Paul. In seiner zweiten Saison der erste Titel. Dortmund gewinnt in Stuttgart das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln mit 3:1. Anschließend wird mit der Bundesliga der Profifußball eingeführt. Trotzdem schließt er parallel noch seine Ausbildung zum Uhrmachermeister ab. 1965 der nächste Titelgewinn. In Hannover kürt sich der BVB gegen Alemannia Aachen zum Pokalsieger. Anschließend übernimmt Multhaupt als neuer Trainer. Fischke Multhaupt hat mich damals zum Kapitän gemacht. Hab ich Glück gehabt, weil Aki Schmidt vor mir war. Und der hatte irgendwie ein paar blödsinnige Sachen gemacht. So, kam er abends noch später aufs Zimmer. Ich wäre jetzt der Spielführer, ob ich was dagegen hätte. Ich sage, freue ich mich drauf. Das war's. 1968 bremst eine Meniskusverletzung seine Karriere, bevor er sie 1970 deshalb auch beenden muss. Nach insgesamt 238 Pflichtspielen für Borussia Dortmund, in denen er als Abwehrchef sogar 9 Tore erzielt und viele Freunde gefunden hat. Er macht teilweise in der mit unseren Frauen, die wir dann kennengelernt haben, schöne Feier gemacht. Haben wir alle zusammen Tanzkurs gemacht. Heute unvorstellbar. Heute genauso unvorstellbar? Wolfgang Paul betreibt nach seinem Karriereende gemeinsam mit seiner Frau Almut noch bis 2018 in Olsberg-Bigge sein eigenes Juwelier- und Uhrmachergeschäft. Das Älterwerden hinterlässt eben auch bei ihm Spuren. Vor kurzem erst hat er nach 22 Jahren auch seinen Vorsitz im Ältestenrat des BVB an Fritz Lünschermann übergeben.
In Dortmund ist er mit seinem eigenen Stern auf dem Walk of Fame des BVB verewigt. Den habe ich damals mit eingemauert. Da waren die Kinder noch, Enkelkinder noch klein, und da haben wir mal ein schönes Bild gemacht. Doch, das kenne ich auf jeden Fall. Das ist eine große Ehre. Heute ist Wolfgang Paul 83 Jahre alt und genießt das Rentnerdasein mit seiner Frau Almut. In Vergessenheit geraten ist er aber nicht. Das ist schon unglaublich, wenn man so sieht, wenn man hier auch die ganze Autogrammpost noch sieht. Ich habe da eben wieder so einen schönen Brief gekriegt heute. Das ist schon unglaublich, was man so für den Verein erreicht hat, nicht? Wolfgang Paul ist eine schwarz-gelbe Legende. Er hat dem Verein viel gegeben. Und der Verein ihm. Und das wird immer so bleiben. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich zu den Spielen komme, ich bin ja bei jedem Heimspiel dabei, wie viele Leute einen ansprechen und ach, guck mal da, der Stopper und. Das sind schon schöne Gefühle, und akzeptiert wird man, weil man eben doch jahrelang, 10 Jahre in Dortmund war, nicht?